Ich habe hier sechs Gleichungen für dich und in jeder Gleichung gibt es immer eine Unbekannte. Ich würde dich jetzt bitten, das Video anzuhalten und mal zu versuchen, die einzelnen Unbekannten in jeder Gleichung herauszufinden. Also in der ersten Gleichung hier, was musst du hier einsetzen an diese Leerstelle, damit die Gleichung wahr ist? Was ist dieses Fragezeichen hier? Welche Zahl musst du für diesen Smiley hier einsetzen, damit die Gleichung stimmt? Was musst du für A einsetzen? Oder für B? Oder hier unten für den Stern. Okay, ich gehe jetzt einfach mal durch die ganzen Gleichungen durch. Fangen am besten oben links an. Also 3 mal irgendwas ist gleich 12. Ich würde einfach durchgehen und schauen, welche Vielfachen von 12 ich alle kenne. Und wenn dabei die 12 rauskommt, sehr gut, dann weiß ich, was 3 mal, womit ich 3 multiplizieren muss, um auf 12 zu kommen. Also, das erste Vielfache von 3 ist 3 mal 1 ist 3. Dann kommt 6, 3 mal 3 ist 9, 3 mal 4 ist 12. Also weiß ich, dass 3 mal 4 gleich 12 ist. Okay, das war, glaube ich, vom Schwierigkeitsgrad her noch in Ordnung. Lass uns mal die zweite anschauen. Fragezeichen geteilt durch 4 ist gleich 6. Okay, das ist auf jeden Fall das Gleiche, wie zu sagen, dass Fragezeichen das Gleiche ist wie, machen wir es so rum, 6 mal 4. Oder ich hätte genauso gut sagen können, Fragezeichen ist das gleiche wie 4 mal 6. Die Aussage hier oben ist genau die gleiche wie die Aussage hier unten. Okay, und was ist jetzt 6 mal 4? Na gut, das kann ich ausprobieren. Also 6 mal 1 weiß ich wieder, das ist 6. 6 mal 2 ist 12. 6 mal 3 ist 18. 6 mal 4 ist 24. 6 mal 4, das wollte ich auch wissen. Also weiß ich das Fragezeichen. Ist das gleiche wie 6 mal 4? Ist das gleiche wie 4 mal 6? Ist das gleiche wie 24? Oder ich kann es auch hier oben nochmal hinschreiben. Fragezeichen muss also 24 sein. Okay, ah, das war schon ein bisschen herausfordernder. Lass uns mal die nächste anschauen. Ich wechsle mal wieder die Farbe. Also, 54 ist das gleiche wie 9 mal Smiley. Okay, würde ich genauso vorgehen wieder wie hier oben bei der ersten Aufgabe. Ich gucke mir einfach die Vielfachen von 9 an. Und dann hoffe ich einfach mal, dass eins davon passt und das setze ich dann für den Smiley hier ein. Also, was weiß ich denn? Ich weiß, dass 9 mal 1 9 ist und 9 mal 2 ist 18. 9 mal 3 ist 27. Also, aufgepasst, ich addiere einfach immer nur 7 hier, 9 hier von einem Schritt zum nächsten. 9 und 9 sind 18. 18 plus 9 sind 27. Dann kommt 9 mal 4 sind 36. 9 mal 5 sind 45. 9 mal 6 sind 54. Sehr gut, das wollte ich auch haben. Hier steht ja die 54. Also weiß ich jetzt, dass dieser Smiley hier, der muss das gleiche sein wie 54. Also ich schreibe es nochmal hin. Smiley Face ist gleich 54. Okay, haben wir hier oben die grüne Gleichung oben rechts. 9 ist gleich a geteilt durch 8. Das heißt ja, dass hier irgend a ist wahrscheinlich eine relativ große Zahl, weil wenn du dieses a hier hast und das in 8 Teile aufteilst, dann hat jedes dieser Teile 9 Stücke sozusagen. Deswegen könnte ich ja genauso gut sagen, dass a das gleiche ist wie 9 mal 8. Okay, jetzt muss ich nur noch rauskriegen, was 9 mal 8 ist. Glücklicherweise habe ich ja hier unten jetzt schon bis 6 die Vielfachen von 9 aufgeschrieben. Ich mache einfach also hier unten weiter, würde ich sagen, sonst muss ich hier wieder alles von vorne anfangen. Also 9 mal 6 war 54, 9 mal 7 ist dann 63 und dann bleibt noch 9 mal 8 ist gleich 72. Okay, also ist A das gleiche wie 9 mal 8, das gleiche wie 72 oder ich schreibe es auch hier unten, hier drunter nochmal ganz genau hin. A muss also 72 sein. Wenn also hier 72 einsetzt, dann würde da stehen, 9 ist gleich 72 geteilt durch 8. Und das ist natürlich absolut richtig. Deswegen weiß ich jetzt, dass die Lösung, die ich hier gefunden habe, auf jeden Fall richtig sein muss. Okay, 2 sind noch übrig. Gehen wir mal die gelbe Gleichung an. B ist das gleiche wie 20 geteilt durch 5. Okay, du hast wie immer mehrere Möglichkeiten, das anzugehen. Die eine wäre, du hast halt 20 Dinge und versuchst halt, 5 Gruppen daraus zu machen, die alle gleich groß sind. Oder ich mag das halt, das einfach wieder umzustellen und zu sagen,
Wenn 20 durch 5 gleich b ist, dann muss 5 mal b gleich 20 sein. Okay, was ist jetzt der Vorteil daran? Naja, jetzt habe ich hier wieder diese Malgleichung stehen und jetzt kann ich einfach für b wieder die Vielfachen von 5 durchgehen und gucken, wann ich auf 20 stoße. Also 5 mal 1 ist 5, 5 mal 2 ist 10, 5 mal 3 ist 15 und 5 mal 4 ist 20. Sehr gut, 20. Das ist ja genau das, was ich haben wollte. Also weiß ich jetzt, dass b das gleiche ist wie 4. Weil das war das erste, zweite, dritte, das vierte Vielfache. Das heißt, diese Gleichung hier oben, wenn ich für b die richtige Zahl einsetze, die ich gerade gefunden habe, dann steht da also 4 ist gleich 20 geteilt durch 5. Und das ist natürlich super klar. Das ist natürlich richtig. Gut, eine bleibt noch übrig, die mache ich noch eben. Also, Stern mal 2 ist gleich 14. Wie immer, ich gehe einfach die Vielfachen von 2 durch. 2 mal 1 ist 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okay, und wie viele Vielfachen habe ich jetzt hier? Das war die 1, das war das zweite Vielfache, das dritte, das vierte, das fünfte, das sechste und das siebente Vielfache. Also weiß ich, dass ich für diesen Stern hier 7 einsetzen kann und dann stimmt die Gleichung, weil dann steht da 7 mal 2 ist gleich 14. Ich weiß also, dass der Stern das gleiche ist wie 7.